Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Juli von Yusha und wir spielen noch eine Runde Beyond Ice. Da war vorhin ein großer böser Hund, der uns angekläfft hat. Aber glücklicherweise hat sein Herrchen ihn wieder mitgenommen. Da sind Enten, über die freuen wir uns. Das ist schön. Und jetzt folgen wir mal weiter dem Weg. Again? Wie viele Turmdinger stehen hier denn? Also bis jetzt laufen wir lustige. Ah, ich bin zurückgelaufen. Ah, das ist ja süß. Sie will den verscheuchen. Deswegen sagt sie immer Schuh. Das ist ein ziemlich unhöflicher Kleffer. Ja, ist okay. Wir gehen weg. Dazu müsstest du auch gehen. Ist das eine Abzweigung? Ja. Tatsächlich. Schule. Vielleicht, eventuell. Hallo. So süß. Komm hier. Ach so, wir wurden gerufen. Lilly. Nee. Hi. Papa. Oh, der. Lilly hatte mal ihren Ball verloren und brauchte Reis Hilfe. Okay. Und der. Oh, der. Wie soll ich da reinkommen? Oh, der. Ja, du bist ja. Oh, der. Ja, ist okay. Ich gehe ja schon. Ich muss auch irgendwie dahinter kommen. Oh, der. Ah. Oh, der. Ich hatte gehofft, ich komme da so rein. Da ist der Hund wieder, also hier bin ich falsch. Ah, jetzt wein doch nicht gleich wieder wegen dem Hund. Kann ich da nicht einfach rüberklettern? Oh, der. Nein, geht nicht. Okay, also muss ich tatsächlich außen rumlaufen. Hurra. Oh, der. Ja, ich hab's verstanden. Halt die Klappe, du nervst. That way. Amy, muss ich doch dahinter kommen. Ich finde schon noch einen Weg. Da hat sie sich wieder erschrocken. Wie überall böse Hunde lauern. Wie Hunde in diesem Spiel auch alle böse sind. Ha. Was ist das, ein Park? Ein Spielplatz. Okay, ich war nah dran. Schaukel, rutsche gleich dran. Ah, eine Bank.
Da kann ich wieder stundenlang dran hängen bleiben. 1000 Mülltonnen. Wo ist der Ball? Wir haben gesagt, wir helfen. Sind wir so weit gelaufen? Ah, wir sind angekommen. That way. Kann ich jetzt einfach zurückwerfen? Das wäre voll liebevoll. Ich muss ihn per Hand zurückgeben. Wie langweilig. Jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, und sonst so. Alles klar bei euch. Habt ihr Spaß? Jetzt müssen wir gleich wieder an den Köter vorbei. Juhu. Ja. Also zumindest ein bisschen mehr Musik oder so hätten die reinbringen können. Wenn sie das Spiel schon so extrem trocken machen. Ich meine, es ist ein schönes Spiel, eine schöne Erfahrung. Vielleicht auch mal zu reflektieren, wie es sein könnte, wenn man tatsächlich blind ist. Als Kind. Allein und verlassen, nur der Kater ist noch da und selbst der hat uns verlassen. Irgendwie wird das immer trauriger und trauriger. Vielleicht sollte ich aufhören zu reden. Es wäre aber ein bisschen am Ziel vorbei. Ach, halt die Klappe. Keine Lust auf dich. Ray, Emil. Ah. Nun braucht Ray ihrerseits Hilfe. Konnte Lily ihr dabei helfen, Nani zu finden? Also muss ich am Hund vorbei. Ah, wir haben den Hund abgelenkt. Oder sie hat den Hund für uns abgelenkt. Jetzt können wir da lang gehen. Das heißt, es hat sich richtig gelohnt, dass wir ihr den Ball wieder zurückgebracht haben. Das ist ja wundervoll. Ich muss husten. Entschuldigung, das kam plötzlich. Ich kann nur rückwärts gehen, okay. Na, 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 oh, wir sind hingefallen. Ah, jetzt kann ich wieder geradeaus gehen. Okay, das heißt, wir haben das Schlimmste überstanden. Der Knurz war hinter uns noch ein bisschen, aber ja. Guck mal, jetzt können wir auch schon wieder gehen. Ach komm, ernsthaft. Okay. Wir können weiter. Das ist doch super ausgegangen für uns. Wir sind zwar auf die Nase gefallen, aber... Oh, Kapitel beendet. Kapitel beendet. Ich bin so gut. Na, 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 na. Ich weiß, ihr alle habt das in 2 Minuten geschafft und ich nicht, aber lasst mich glücklich sein. Ich habe sonst nichts zum glücklich sein, ihr Monster. Okay, wir sind wieder... Da hängt eine Parkbank mitten im Weg. Wer baut so einen Scheiß?
Stellt ruhig alles im Weg, ist okay. Nani. Ja, von dem haben wir auch lange nichts mehr gehört, da hast du recht. Hört es jetzt auf? Darf ich jetzt wieder normal laufen? Sieht so aus. Irgendwie. Ja, Nani war hier. Wir haben eine Spur, eine Spur. Also gut, gehen wir hier lang. Das war ein Hinweis, ich bin mir sicher. Oder so ähnlich. So, wir meistern das schon ganz gut, dass wir dem blind sein. Irgendwie laufe ich im Kreis. Wow, eine Hundestatue. Wow, eine Hundestatue mit Härchen. Das ist, wow. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ah, Nani liebte Fisch. Ray war sich sicher, dass er diesen Weg gegangen wäre. Ernsthaft? Jetzt haben wir Angst vor Möwen? Oh, hör auf zu nerven. Was ist los mit euch? Und wie sollen wir da lang? Will ich einfach hauen oder so? Wow. Also soll ich jetzt einen anderen Weg finden? Ist das euer Ernst? Mir ist was leicht. Dann gehen wir halt außen rum. Von mir aus. Wenn ihr meint, ihr müsst das arme, kleine, blinde Kind. Was ist das denn bitte? Ihr habt doch gesagt, wir sollen außen rum gehen. Und jetzt komme ich hier nicht mehr lang? Das ist voll Diskriminierung. Soll ich raten? Da komme ich auch nicht hin. Wo soll ich denn hier lang gehen? Ihr Witzbolde. Wenn ihr hier mir alles in den Weg stellt. Ihr seid echt gut. Vielleicht können wir hier so quer durch den Garten laufen. Das wäre wunderschön einfach. Wunderschön. Natürlich muss da wieder eine Parkbank im Weg stehen. Oh, klar. Was auch sonst? Kannst du dich bitte bewegen? Dankeschön. Da mussten sie jetzt einen Zaun hinstellen. Und ganz viele Parkbänke, damit wir da nicht rankommen. Das macht total Sinn. Ach, Mano. Ich hasse euch. Euch alle. Ich will doch nur meinen Kater wiederfinden. Ihr Monster, wie könnt ihr es wagen? Jetzt komme ich hier echt nicht lang, wo soll ich denn sonst lang gehen? Wir haben doch gerade erst einen Hinweis bekommen. Hier kann ich lang. Du musst keine Angst vor anderen Menschen haben. Ich bin mir sicher, die bleibt. Achso, der war also drin und wir sind nicht drin. Wir sind draußen. Okay, das nehme ich so hin. Da scheint wieder eine Brücke drüber zu laufen. Und wieder muss ich über 7 Brücken gehen. Niemand wird meine Gefühle je verstehen. Ich möchte doch nur meinen Kater wiedersehen. Und da habe ich mich erschrocken. Aber wir haben einen anderen Weg gefunden. Das ist doch schon mal hervorragend. Da stehen da auch die Blöden. Es scheint ein Café zu sein.
Okay, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tüdelü.